kommen wir tatsächlich einmal zum Revolver. Das ist jetzt ein Gasrevolver, Schreckschussrevolver, ne, 9 mm Knall. Normalerweise wäre das hier so ein typischer 1.38 Spezial. Da kommen wir noch zu, das hat nämlich was mit einer ganz bestimmten Frage aus dem Fragenkatalog zu tun, nämlich, die da lautet, vielleicht weiß es schon der ein oder andere, kann man eine 1.38 Spezial auch aus einer 1.357 Magnum verschießen? Warum das so ist, gibt es eine kleine Historie, aber dazu später mehr. Kommen wir nun einmal zu den Bauteilen, da sind wir relativ schnell durch. Das ist natürlich mal wieder das Korn, die Kimme, das ist der Hahn, okay. Dann haben wir hier das Patronenlager, die Trommel, das ist der Patronenauswerfer, hier seht ihr das, Patronenauswerfer. Dann haben wir hier den Trommelöffner, wenn ich den nach vorne schiebe, kann ich die Trommel öffnen. Dann haben wir hier ein etwas anderes Bauteil, seht ihr da unten das Silberne, was hier rauskommt, da. Das ist der sogenannte Transporter, zeige ich euch gleich noch näher, der greift nämlich hier in die Trommel, um die Trommel zu drehen. Ja, dann haben wir natürlich hier wieder den Abzugsbügel, den Abzug und das Griffstück. Das war es auch schon. Vorab der Hinweis, wenn ihr hier eine Laufkontrolle machen wollt, das geht nicht so. Ja, der Lauf ist viel zu kurz. Ihr müsst die sogenannte Nagelprobe machen. Ihr haltet den Finger hier hinten rein. Und ihr dreht ihn auf den kürzesten Wege ins Gesicht, bei geöffneter Trommel natürlich. Ich weiß, normalerweise zeigt der Lauf niemals auf Menschen, aber in dem Fall müssen wir das so machen. Okay, also nochmal, Laufkontrolle hier, zack rein. Lauf ist frei, Züge und Felder sind erkennbar. Wunderbar, okay. Kommen wir von den Bauteilen und der Laufkontrolle nun einmal zur sogenannten Worst-Case-Situation und dem sogenannten Drei-Finger-Joe. Übrigens, beim Schließen der Waffe die Trommel nochmal nacharretieren. Ganz, ganz wichtig, damit der Transporter auch hier, das zeige ich euch mal in der näheren Ansicht, dass der Transporter hier in diese Ausbuchtung greifen kann. Und wenn der Prüfer euch zum Beispiel fragt, was ist denn das für ein Revolver, ein linksdrehender oder rechtsdrehender? Da müsst ihr euch einfach nur an den Ausbuchtungen orientieren, die jetzt hier nach links zeigen. Ne? Das ist ein linksdrehender Revolver. Ja. Gut. Kommen wir nun einmal zu der sogenannten Worst-Case-Situation beim Revolver. Wenn der Revolver so bei euch auf dem Tisch liegt, da müsst ihr den sogenannten Drei-Finger-Joe anwenden. Was meine ich damit? Das hier. Hier und den Daumen zwischen Hammer und Schlagbolzen legen. Und dann könnt ihr die Waffe aufnehmen, Pistolengriff nehmen, Finger lang. Und dann dreht ihr die Waffe erstmal auf dem Tisch mit dem Lauf nach unten und könnt dann schlussendlich in den Sicherheitsbereich schwenken. Das sind dann 45 Grad vorwärts, abwärts. Bitte den Lauf nicht auf die Füße halten. So, wenn ihr das gemacht habt, also nochmal, bei diesem Move brechen sich die meisten Jagdschüler am Anfang die Hand. Dabei ist es relativ simpel. Zack, Finger ist lang, einfach drehen und dann bin ich schon genauso, wie ich das Ding gleich brauche. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn die Waffe oder dieser Revolver hat eine indirekte Sicherung. Der hat keine direkte Sicherung. Pistolen hätten hier einen Schieber oder Langwaffen haben hier einen Schieber. Nach vorne ist Feuer frei, nach hinten ist gesichert. Hat der Revolver nicht. Der Revolver hat eine indirekte Sicherung. Und die muss ich jetzt richtig betätigen können. Denn hier drin liegt eine sogenannte Fallsicherung. Das ist dieses Plättchen hier. Und damit das sich aktiviert und der Hammer nicht ungewollt auf den Schlagbolzen schlägt, wenn ich die Waffe jetzt hier entspanne, ja, die Waffe ist ja jetzt hier gespannt, das ist übrigens die Feuerraste hier hinten und hier vorne wäre die Ruheraste. Und die Feuerraste heißt nicht umsonst Feuerraste, weil ich brauche den kompletten Weg von hier hinten nach vorne, um die Patrone abzuschlagen.
Okay, da komme ich gleich nochmal im Näheren drauf zu, was ich damit meine. Jedenfalls, nochmal Ausgangssituation. Ja, drei Finger Joe, zack, und dann drehen. Und dann müsst ihr hinten mit dem Daumen den Hahn erstmal nach hinten ziehen ein Stückchen, den Abzug betätigen, den Hahn lösen. Und dann ganz, ganz wichtig, damit sich die indirekte Sicherung überhaupt aktivieren kann, den Finger jetzt erstmal wieder aus dem Abzug raus und auf der Seite ablegen. Und jetzt hört mal genau hin. Das ist ein doppeltes Klick. Jetzt hat sich nämlich die Fallsicherung aktiviert. Nochmal zurück. Wenn ich das nicht mache, ich den hier so ziehe, den Hahn löse, indem ich den Abzug ziehe und das jetzt nicht mache, bumm, da habt ihr kein doppeltes Klick hören können. Warum? Weil das jetzt, wenn ich jetzt den Finger loslasse, sich nachträglich die Fallsicherung erst lösen würde und dann wäre es gegebenenfalls schon zu spät. Hört mal hin. Klick, klick. Okay, also wie ist der richtige Ablauf? Drei Finger Joe, drehen, hinten halten, Abzug ziehen, Hahn nach vorne gleiten lassen, der sich jetzt lösen lässt, Finger erstmal raus aus dem Abzug und dann das ganze Material schon nach vorne gleiten lassen. Dann hier den Trommelöffner betätigen, indem der einfach nur nach vorne geschoben wird. Trommelöffner betätigen mit dem Daumen, zack, und dann die Trommel ausschwenken. Die Trommel ruhig einmal drehen und dann machen wir, wie gesagt, diese Laufkontrolle, indem wir den Lauf spiegeln. Wir halten hier den Finger rein. So, schalte ich nochmal um. Der Lauf ist frei. Züge und Felder sind erkennbar. Bitte davon kein Screenshot-Foto machen. Nicht, dass es noch heißt, ich wollte mir irgendwie selber wehtun. Okay, so macht man das. Und dann legt man die Waffe, wenn Sicherheit hergestellt wurde, immer auf die geöffnete Trommel. Die geöffnete Trommel. Warum? Ganz logisch, weil jetzt von der Waffe offensichtlich erstmal keine Gefahr ausgehen kann. So liegt die Waffe bitte auch Richtung Kugelfang auf dem Tisch, auf dem Schießstand. Ganz, ganz wichtige Sache, mit dem Lauf immer Richtung Kugelfang. Ja? Und die Waffe ist immer geöffnet. Das nie so machen oder die Waffe so rumlegen und dann fällt das hier eventuell zu. Nein, die Waffe wird immer auf die geöffnete Trommel abgelegt.